Ihr seid bereits im vierten Jahr eurer Ehe, habt seitdem allerdings auch verdammt viel Zeit mit Heiraten verbracht. Um genau zu sein, verging eigentlich kein Jahr ohne Hochzeit. Oh ja. 2015 Standesamt, 2016 die freie Trauung, 2017 die kirchliche Trauung in Griechenland und dann auch noch Styled Shootings mit kleinen Zeremonien. Manu, für dich könnte es langsam auch mal gut sein. Lassen wir auch gern mal so stehen mit einem Ausrufezeichen dahinter. Sandra, für dich könnte es genau so weitergehen. Denn du hast dich in das Hochzeitsthema einfach verliebt. Und in deinem Leben hat es einen großen Platz eingenommen. Ich finde es unheimlich schön, dass wir diesen Moment gemeinsam erleben dürfen. Dass wir euer Versprechen für ein Leben miteinander heute bekräftigen, es erneuern. Es gab ganz viele schöne Momente in den letzten 3 Jahren, aber auch wirklich viele schwere Momente. Diese Zeiten ließen euch zweifeln, sie ließen euch nachdenken und in der Sicherheit um das Fundament eurer Beziehung wanken. Und doch seid ihr heute hier. Hier steht ihr, zusammen. Ihr seid hier, obwohl Manu eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf den Hochzeitszirkus hat. Ihr seid hier, obwohl er seinen seltenen freien Samstag am liebsten nutzen würde, um die Bayern anzufeuern. Ich habe dir was mitgebracht, damit du gleich nicht ganz so leidest. Danke. Steck es dir gut weg. Dann hast du sie wenigstens unterm Herzen, während du hier mit uns stehen musst. Ihr seid hier, obwohl du, Sandra, auch Päckchen packen könntest in der Zeit und dich um dein Business kümmern oder dich einfach mal von deinem verdammt stressigen Hauptjob erholen könntest. Ihr seid hier, weil ihr euch liebt, weil ihr an eure Liebe geglaubt habt. Manu, vor 3 Jahren sagte Sandra, nur mit dir kann sie sie selbst sein. Und Manu sagte über dich, dass er es unendlich schätzt, wie bedingungslos du immer für ihn da bist. Manon Limo, die letzten Jahre mit dir an meiner Seite will ich nicht missen. Neben all den schönen Momenten gab es jedoch leider auch viele Ereignisse, die uns schwer zugesetzt haben und unsere junge Ehe zum Wanken gebracht haben. Vor 2,5 Jahren oder 2,5 Jahren standen wir genau an solch einer schönen Situation, auch mit dieser wundervollen Miriam an unserer Seite, die uns damals verheiratet hat. Damals sagte ich zu dir, du bist der schönste Mensch, den ich kenne. Und noch nach all den Erschütterungen, die unsere Wende erfahren mussten, steht unser Fundament noch immer fest auf dem Boden. Denn dieses Fundament ist unsere Liebe. Alles, was ich weiß ich von dir. Alles, was ich habe, habe ich von dir. Alles, was ich liebe, hat mit dir zu tun. Und solange ich lebe, wird mein Herz nicht ruhen. Und so wird es immer bleiben. Du kannst gar nichts dagegen tun. Weil du die Liebe meines Lebens bist. Ich liebe dich. Und jetzt auf deine Art, Manu. Ich würde euch jetzt einmal bitten, eure Ringe abzunehmen. Und jeder von euch soll jetzt einmal seinen eigenen Ring in die Hand legen und ihn ganz genau anschauen. Schaut nicht nur die Gravur an, das Datum der freien Trauung und den Namen des anderen. Sandra, schau nicht nur die Nupsis an, die den Ring kleiner machen, damit er an deine neue Fingergröße passt. Schaut genauer hin. Schaut ruhig ganz genau hin.
und tauscht auch gerne einmal und schaut einmal den Ring des anderen an. Sandra, auch wenn dein Ring zwischenzeitlich einmal aufgearbeitet wurde, sehen diese Ringe nicht mehr so aus wie damals. Sie tragen Zeichen der letzten Jahre. Feine Kratzer, kleine Verfärbungen, weniger Glanz hier und da. Und das ist gut so. Denn das ist das Leben. Das ist echte Liebe. Sie ist nie nur rosarot und seifenblasenfein. Das Leben birgt so viele Momente, die die Liebe auf die Probe stellen. Und wenn sie stark genug ist, hält sie allem stand, was ihr begegnet. Wie eure Ringe. Einmal ab, nie wieder drauf. Tragt sie weiter mit Stolz. Sie sind das Symbol, das eure tiefe Liebe nach außen trägt. Ihr habt euch wirklich gefunden, den Richtigen und die Richtige. Ich wünsche euch, dass ihr auch ohne weitere jährliche Hochzeiten immer mal wieder innehaltet. Dass ihr euch kurz ganz bewusst Zeit nehmt, um euch vor Augen zu führen, wie wertvoll das ist, was ihr beide miteinander habt. Geht hoch zur Sparrenburg und küsst euch so, wie ihr es dort zum allerersten Mal gemacht habt. Danke, dass ich euch immer wieder ein Stück auf eurem gemeinsamen Lebensweg begleiten darf. Danke, dass ich ein Teil dessen sein darf. Oh, danke schön. Ich danke euch. Oh, wunderschön. Dankeschön. Danke. So Tränen gerührt. Ich auch. Jetzt gibt's eigentlich noch einen Auszugssong, aber nur, wenn du dein Handy entsperrst. Like